Ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen sind unsere Rückenstärke. Das sind die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, die die Kraft in den Betrieben, aber auch die Kraft in den Fachgruppen, in den Ortsstadtkreisverbänden sind. Sie sind diejenigen, die die EGBAU mit Leben füllen. Wir haben damit begonnen zu überlegen, wie können wir konkret ehrenamtliche Arbeit in unserer IG Bau und Agrarumwelt weiterentwickeln, weiter professionalisieren. Unsere Werkstattphasen, die wir eingeleitet haben, heute Nachmittag, die bis heute Abend auch gehen, beschäftigen sich mit der Jugendarbeit, der jungen Bau. Wie kriege ich junge Bauarbeit aktiviert? Wir beschäftigen uns damit, wie kriege ich denn richtig Mitglieder auch gewonnen? Die Solidargemeinschaft, die IG Bau und Agrarumwelt auch zu stützen, weiter nach vorne zu bringen, die Solidargemeinschaft auch zu vergrößern. Ja, ich bin in der Arbeitsgruppe Jugendarbeit. Und ja, wie soll ich sagen, warum finde ich das wichtig? Das ist die Zukunft unserer Organisation und ich finde, dass es gerade total entscheidend ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir die Weichen stellen für eine Jugendarbeit, für eine konstruktive, für eine produktive Jugendarbeit. Deswegen bin ich in dieser Gruppe und hoffe, auch für mich persönlich, da was in meiner Arbeit vor Ort mitnehmen zu können. Weil man sehen kann, wenn man tagtäglich in x-beliebigen Betrieb reinschaut, dass da vor allem sehr viele Jugendliche sitzen, die überhaupt nicht wissen, dass es die Gewerkschaft gibt, die eigentlich für sie zuständig ist, die gar nicht wissen, wie sie den Widrigkeiten, denen sie tagtäglich im Arbeitsleben ausgesetzt sind, entgegenkommen können, wer sie da unterstützen kann, was ihnen da eigentlich zusteht. Also ich bin tätig im Bereich der Gebäudereinigung als Azubi. Die Leute verlassen sich immer noch darauf, dass es auch selbst geregelt kriegen, was bei uns in der Branche eigentlich relativ schwer ist. Also du bist rechtlich ohne Gewerkschaft eigentlich aufgeschmissen. Ich finde es wichtig, dass auch die Hochschularbeit jetzt beginnt und gestärkt wird in der IGBAU. Und da wollen wir jetzt mit durchstarten und deswegen bin ich da. Und ich erwarte mir da Impulse für, auch dass wir bei uns an der Hochschule ein bisschen was machen können, um auch Studierende für die gewerkschaftliche Hochschularbeit begeistern zu können. Wir beschäftigen uns in den Werkstätten auch mit dem Thema faire Arbeit jetzt. Das ist die Schwerpunktkampagne der Industriegewerkschaft Bau und Agrarumwelt in den nächsten Jahren. Und wir wollen schauen, dass wir sowohl in den Betrieben, aber auch in den Ortsstadtkreisverbänden unserer EGBAU faire Arbeit jetzt noch weiter auch publizieren, noch weiter nach vorne bringen und die PS auf die Straße bringen. Und mir geht es darum, dass die Kollegen vernünftig bezahlt werden, vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Wenn ich sehe, die Überstunden, was so geleistet wird, ne, also das ist mancherorts ist es unmenschlich. Ja. Wenn ich sehe, dass wir bei uns Kollegen für 4 Euro noch arbeiten gehen, da kann man nicht mehr von fairer Arbeit sprechen. Um endlich dafür zu sorgen, dass wirklich faire Arbeit auch in die Tat umgesetzt wird, dass faire Löhne gezahlt werden, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden, dass für Arbeitssicherheit gesorgt wird, auf den Baustellen wie in den Objekten oder auch in den Büros, die ja manchmal etwas untergehen, weil die Angestellten nicht so präsent sind. Aber deswegen erhoffe ich mir, dass wir jetzt wirklich Lösungsansätze finden und dass wir dann rausgehen und in die Objekte und auf die Baustellen stürmen und dann wirklich das umzusetzen und auch einzufordern, was dem Arbeitnehmer, egal wo er tätig ist, auch zusteht. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Arbeitswelt im Wandel, Gewerkschaftsarbeit im Wandel. Die Welt dreht sich, die Arbeitswelt dreht sich und bewegt sich. Wie müssen wir uns als Gewerkschaft bewegen, um auf die morgigen Anforderungen auch reagieren zu können und nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren? Also ich habe mich für den Workshop 5 angemeldet, Gewerkschaftsarbeit im Wandel, und der ist mir besonders deshalb wichtig, weil ich glaube, dass Gewerkschaften sich auch der veränderten Umweltbedingungen in Anführungszeichen anpassen müssen. Ich halte es da immer mit Fleetwood Mac, Never Stop Thinking About Tomorrow, und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass die Gewerkschaften sich hier auch neu aufstellen, weil ich auch feststelle, dass das Angebot, was wir machen, in vielen Teilbereichen nicht mehr aktuell ist und dass wir hier neue Antworten brauchen.
Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Fachgruppenarbeit. Fachgruppen sind für uns ein ganz wichtiger Meilenstein, ganz wichtiger Faktor in der Arbeit der Bezirksverbänden. Nämlich ohne Fachgruppenarbeit gibt es keine Branchenarbeit, ohne Branchenarbeit keine Tarifverträge. Ich bin in der Arbeitsgruppe 2, in der Fachgruppe Arbeitskreise Fachgruppen, weil sie so das Bindemitglied zwischen Gewerkschaftsarbeit und auch noch nicht den Organisierten sind. Dass man also da so eine Basis findet, die an Fachgruppen ranzubringen und auch für die Gewerkschaftsarbeit zu interessieren. Denn das ist ja gerade Fachgruppen so der Weg, wo man eben zu den einzelnen Betrieben Kontakt aufnehmen kann und zu den einzelnen Kollegen aufnehmen kann. Nehmen wir was mit? Ja, ich habe mich konkret mit Kollegen aus unserer Region schon vereinbart. Wir werden dieses Thema jetzt runterbrechen auf Regionsebene und wollen dazu natürlich das angekündigte Steinbacher Forum entsprechend nutzen, vielleicht auch inhaltlich damit vorbereiten. Wir haben sehr intensiv diskutiert und haben Ideen gesammelt. Es hat nur so gesprudelt, also muss man ganz ehrlich sagen. Und der Pool, der war so groß, dass wir selektieren mussten. Wir haben also einige Projekte herausgesucht und haben dann die wichtigsten Themen hier an diese Wand gepinnt. Wir wollen ja auch, dass wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Wir wollen medienwirksame Aktionen machen. Und das sind diese alle. Da haben wir drauf aufgepasst. Und Einzelheiten aus diesen Aktionen, was die Vorbereitung angeht und auch die Durchführung, die können abgefragt werden. Eine weitere Idee war, dass wenn gute Ideen sich in Regionen entwickeln, dass die dann auch in irgendeine Plattform reingetragen werden, damit die bundesweit, sag ich mal, eine Anwendung finden können. Also dass quasi jemand, der in München sitzt, eine Information zum Beispiel bekommt, was jemand in Hannover für eine tolle Idee hatte, damit das quasi sich, sag ich mal, weiter streuen lässt, als es vorher der Fall war. Ja, und zwar hatte ich mich ja für die Fachgruppenarbeit entschieden, weil ich jüngere Kolleginnen animieren möchte, in die Fachgruppen einzutreten. Und da habe ich einige Aspekte mitgenommen aus unserer Arbeitsgruppe generell, die ich dann auch fürs nächste Jahr umsetzen werde. Mehr jüngere Kollegen ansprechen. Wir haben darüber uns unterhalten, wie man es macht, dass man sie persönlich anspricht. Auch Kolleginnen, die nicht in der Gewerkschaft sind, ruhig mitbitten, mal hinzukommen, sich unsere Arbeit anzusehen, was wir machen in den Fachgruppen, um eben dadurch auch noch mehr Mitglieder für die IG Bau zu gewinnen und dann auch für mich, für die Fachgruppe, diese zu verstärken. Wir hatten die Werkstattgruppe Mitgliedergewinnung, weil uns das ganz besonders am Herzen liegt. Und wir haben versucht, aus unseren alten Erfahrungen mit älteren Kollegen neue Ideen zu entwickeln, wie wir auch Kollegen erreichen, gerade in der Gebäudereinigung, wo die Kollegen mit 2500 Beschäftigten auf 700 Objekte verteilt sind. Und als ganz konkretes Mitnimmsel für zu Hause haben wir erfahren, dass wir uns jederzeit an den Bundesvorstand wenden können. Es gibt dort vorgefertigte Flyer für die Mitgliedergewinnung. Einfach eine Argumentationshilfe, womit wir auch beratungsresistenten Kollegen die IGBAU näher bringen können. Und wir haben auch das Angebot bekommen, neue Flyer zu entwickeln, die wir dann ganz einfach über die Betriebsräte verteilen können. Sehr interessant, sehr abwechslungsreich und vor allen Dingen war ich überrascht über die große Teilnehmerzahl und auch die Bereitschaft der Leute, wirklich ernsthaft zu diskutieren. Hat mir sehr viel gebracht. Hat mir sehr gut gefallen. Leute kennenlernen, mit Leuten aus anderen Regionen reden und auch Informationen austauschen, was man gemacht hat, was man besser machen könnte, Hilfen angeboten bekommen, wo man sich weiter noch Hilfe holen kann. Das war ganz toll. Weiterentwickeln und schauen.